Als ich so fertig wurde mit der Schule, habe ich mich natürlich gefragt, okay, 1000 Möglichkeiten offen, was willst du denn jetzt machen? Und mir war klar, ich will gerne was Kreatives machen, weil ich da schon immer Spaß dran hatte. Und auf der anderen Seite war mir aber auch klar, ich muss was lernen, was mich in die Lage versetzt, später in eine Position mit Verantwortung zu kommen, weil mir auch schon immer klar war, ich will gerne was bewegen. Und ich wollte gerne einen Job haben, wo ich viel Verantwortung habe, damit ich die gut einsetzen kann und für viele Menschen Dinge verbessern kann. Und habe das im Kleinen angefangen, an verschiedenen Stellen, mit Senioren gearbeitet, an der Schule gearbeitet und bin jetzt in einer Position, wo ich halt ja, für 1,5 Millionen Menschen ein Stück weit mitverantwortlich bin, für viele, viele Unternehmen. Und das heißt, dass diese Schraube, die sich schon immer in mir gedreht hat, jetzt einfach ein größeres Rad geworden ist, an dem ich drehen kann. Ich mache hier in Südwestfalen jetzt meinen Traumjob. Kann man wirklich sagen. Und auf der anderen Seite ist mir aber auch bewusst, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass ich diesen Job hier mache, weil ich eine Frau bin und weil ich eine junge Frau bin und weil es durchaus nicht gewöhnlich ist in dieser Männerdomäne. Es ist ja sehr politiklastig, sehr wirtschaftslastig, dass da Frauen tatsächlich in solchen Positionen sind. Und das macht wiederum ja auch Spaß, dass ich einfach weiß, okay, ich bin in einer Position, die zwar nicht gewöhnlich ist, wo ich mich aber wohlfühle und wo mir eben auch entsprechend die Dinge zugetraut werden, die zu diesem Job gehören.